Hallo Leute, der nächste Teil Zero Tolerance auf dem Mega Drive. Ich glaube die 24. Ja. Hier gibt es wieder Feuer. Ich habe Feuerlöscher dabei, bin sehr gut ausgerüstet. Arsch. Okay, das geht direkt auf die Lebensenergie. Das ist gut zu wissen. War mir vorher auch nicht bewusst. Machen wir uns aber, wie gesagt, trotzdem ein bisschen. Drecksack. Der hat das ausgenutzt. Der Schwein. Das war knapp. Sieht man bei den Hintergründen denn gerade mit dem Rauch fast gar nicht, die Jungs. Ich gehe fast davon aus, dass in dem großen Raum hier in dem unteren Teil auch noch was ist. Ich kenne die Jungs hier, die verstecken sich ja überall. Ja. Und nicht wenig. Aber Leute, es läuft. Juhu. Bloß nicht ins Feuer reinhüpfen. Okay, Shoddy ist voll. Weiter geht's. Fünfundzwanzig Gegner noch. Auch das ist toll, dass ich das gerade erkennen kann. Das ist so dämlich gewesen. Das war eine schlichte Einstellung von meinem Fernseher, von automatisch, dass er sich im Prinzip das Bildformat aussucht auf 16 zu 9. Ach, manchmal ist es zu schwer, die simpelsten Dinge rauszukriegen. Machen wir uns hier erstmal ein bisschen Platz. Autsch. So war das nicht geplant, aber naja, was soll's. Na komm. Ich treffe ihn durch das Feuer nicht, oder was? Der springt mich doch jetzt wieder an. Na, komm raus. Kaum Munitionsverschwendung. Passt schon. Ja, nehmen wir halt mit. Die scheinen hauptsächlich Granaten dabei gehabt zu haben. Wo die sich auch überall ver... Ah, da hat jetzt die Schusstaste gehakt. Shit. Das war besser. Wo die sich auch überall verstecken können, wenn man es verstecken nennen kann. Das ist halt, wird halt recht spät getriggert. Das tut weh.
jetzt noch in den Bereich rein, habe aber keinen Feuerlöscher. Das ist natürlich Rotz. Ach, das war eigentlich das Letzte, was ich wollte. Da gab es scheinbar nicht mal einen Gegner. Muss ich tatsächlich hier unten noch absuchen? Na, vielleicht komme ich da durch diesen Bogen rechts oben da. Vielleicht komme ich da durch. Okay. Autsch, das tut richtig weh, Leute. Da fühle ich mit der Figur mit. Was habe ich denn hier? Da muss ich lang. Da noch irgendwas Interessantes? Jau. Ein feuerfester Anzug. Sehr schön. Ja, die hatten eigentlich eine ganze Menge Items hier in dem Spiel. Die Waffenauswahl selber ist nicht so berauschend, aber so was die Items angeht, eigentlich gar nicht mal doof. Den hätte ich mich, nach dem Gegner hätte ich mich übrigens tot gesucht. Also wer die zum Teil echt fiesen Trigger programmiert hat, das ist schon arschig. Da kommt man durch, das ist gut. Ich bin jetzt mit dem Feuer trotzdem vorsichtig, weil man merkt gar nicht so richtig, wie die Energie flöten geht bei dem feuerfesten Anzug. Sieben Gegner noch. Aber läuft gut. Wow. Er rennt halt ums Feuer rum, Mensch. Glück gehabt. Bisschen Moon, das freut. Ach ja. Den hätte ich eh bloß gleich wieder verschossen. Vorletzter Gegner. Letzter Gegner, sehr schön. Das ist noch ein bisschen Weste da, das ist auch prima. Der feuerfeste Anzug ist noch voll. Ist hier irgendwas Interessantes? Ich mache das jetzt einmal. Ich renne jetzt einmal durch das Feuer durch. Da seht ihr, gehen 10% bei Berührung drauf. Machen wir doch, Mädel. Ich bin auch schon auf dem Weg. Das finde ich nett, so am Ausgang mal noch eine Shoddy hingelegt.
So, Level 151. Und das sieht mir schwer nach Bossfight aus, aber trotzdem machen wir das erst im nächsten Part, Leute. Ich bin der L, ich bin raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.